Mein Feng Shui-Garten soll eine Energiequelle für die Bewohner sein. Das macht Feng Shui aus, nämlich mit den Prinzipien von Yin und Yang, den fünf Elementen und der Bewegung des Qis eine Energiequelle für die Bewohner zu haben. Dazu braucht es den Lopan, es geht um die Himmelsrichtungen und es geht um die Geburtstage der Bewohner. Weil für die Bewohner soll der Garten sein, ihnen soll er Kraft geben. Sie müssen ihre besten Plätze kennen, die Kraftplätze oder auch Plätze, die für sie weniger günstig sind. Ich habe das in dem Qi Gardens Buch einmal niedergelegt, das Ganze. Und gerne könnt ihr euch dann genauer da umschauen. Und was für euch halt wichtig ist, ihr habt immer einen Grundstücksplan und dieser Plan wird nach Feng Shui-Kriterien mithilfe dieses Kompasses und Kompassscheiben erst einmal eingeteilt und untersucht, wo laufen welche Energien. Also zunächst gibt es immer eine Diagnostik und dann geht es an die eigentliche Beratung nach den Wünschen und den Geburtsdaten und Himmelsrichtungen der Bewohner. Das ist ein Mondtor, ein besonderer Durchgang. Und zwar kommen wir hier von einem geschäftlichen Bereich einer Biogasanlage und laufen jetzt in den privaten Hausbereich. Und deswegen gibt es ja auch eine Stufe als Übergang des Weges. Und ich weiß nicht, welche Situation ihr habt, aber wenn ihr Betriebliches und Privates trennen wollt, dann braucht ihr vielleicht ein Tor, dann braucht ihr eine Stufe. Und dann muss der Weg des Qis auch richtig gut mit dem Kompass geschaut werden und gelenkt. Und das ist das ganz Besondere. Und wir gehen jetzt praktisch durch einen wunderbaren Rosengang mit Lavendel, mit Frauenmantel, auch wirklich mit ganz herrlichen Düften gelangen wir hier von dem geschäftlichen Paradies in das private Paradies. Und das macht Feng Shui zum Teil auch aus, dass alle Sinne mit ins Spiel kommen. Die Besonderheit ist, dass Wege und Brücken sehr häufig im Feng Shui vorkommen. Hier ist eine Brücke genau mit dem Lopan angelegt worden, weil der Winkel ist entscheidend von wo nach wo ich gehe. Und das bedeutet im Winkel Besitz von Großem. Und da wir hier über einen gewundenen Wasserweg die Brücke haben, ein sogenannter Wasserdrachen des Reichtums, ist natürlich die Brücke mit der Anlage Besitz von Großem perfekt. Das ist das, dieses genaue Arbeiten im Feng Shui, was dann so viel ausmacht für die Bewohner, dass sie das spüren im privaten und in ihrem geschäftlichen Sein. Ihr wolltet gerne wissen, wo eure starken Plätze sind. Nach dem Horoskop habe ich schon geschaut, Mingfa-mäßig. Du bist östlich, du bist westlich. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob ihr hier perfekt sitzt, ob ihr hier in eurer Kraft seid. Na, Emilia, schauen wir mal. Zeig mir mal bitte deinen Arm, wenn der funktioniert. Halt den mal oben und schau gerade aus, ob das für dich ein guter Platz ist. Du kannst in jedem Fall hier sitzen bleiben. Schauen wir mal, ob das hier genau dasselbe ist. Bitte mal oben bleiben, jetzt. Und das war ja gar nichts. Könnten wir bitte vielleicht uns mal dahin setzen? Wir probieren es einfach mal, ob das besser ist. Ja. Wechsel mal den Platz. Ja, gerne. Und dann schauen wir uns das mal an, ob das vielleicht schon die Lösung ist. Ja? Und bleib mal bitte oben mit dem Arm jetzt. Kannst du. Wie fühlst du dich an dem Platz? Besser. Besser. Ich fühle mich hier wohler. Und, hätte ich nicht gedacht, weil hier die Sicht ist, aber hier. Hier ist dein Platz. Mein Platz. Ja, und jetzt könntet ihr super kommunizieren, oder? Du kannst auch noch hier rüber rücken und wir können noch schauen, ob das auch dein Platz ist, sodass ihr in einer guten Kommunikation seid. So, schauen wir mal. Okay, halt mal oben. Schau geradeaus. Also, schaut mal, jetzt habt ihr ein super Kommunikationsdreieck hier gebildet. Jetzt könnt ihr hier lange sitzen und so richtig schön
einen Frauentratsch machen, oder? Ja, das können wir machen. In eurer Kraft und Stärke. Ein Bauerngarten sollte im Bereich Nordosten liegen, weil dort der Bereich von Wissen und Weisheit ist und weil dort die Sonne auch am besten spielt mit den Gewächsen und vor allen Dingen mit euren Kräutern und mit dem Gemüse. Und wenn man einen solchen Garten einteilt, und zwar nach Feng Shui, dann sind auch Bagua-Formen dort. Es gibt also sozusagen Abeckungen der Ecken oder Rundgestaltungen, auch innerhalb eines Bauerngartens. Und hier haben wir sogar hinter mir ein Zentrum mit einem Stein, weil hier der Bereich Nordost der Berg ist, der Bereich, und ein Uhu für die Weisheit. Und da steht auch ein Gewächshaus und das steht genau an der richtigen Stelle, ist dies ja neu dazugekommen, weil es im Grundstück leicht abschüssig ist und es fängt die Energie an der Stelle auf und steht auf dem Ostsektor, also für das beste Gedeihen des Gemüses dort drin. Feng Shui, das Prinzip von Wind und Wasser, das anzuwenden für euer Leben und zwar für eure Geschäfte, für euer Business, natürlich auch für euer Zuhause und bis hin für eure Garten, Terrasse, Balkone. Das bedeutet, mit mehr Energie im Leben wirklich gesegnet zu sein und das leichter zu erreichen, was ihr euch vorgenommen habt. Und für den Gartenbereich habe ich euch hier das Key Gardens Buch geschrieben, zusammen mit der Frau Barbara Sörres-Herrenkind, der Gartenarchitektin, um euch auch im kleinsten Garten zu zeigen, wie man Feng Shui anwendet. Und hier seht ihr zum Beispiel etwas davon, wie ihr Feng Shui anwendet für den Garten. Und auch Pflanzen sind euch da beschrieben. Im Grunde genommen, eins ist klar, wenn ihr nur ein Stück weit in das Feng Shui geht des Gartens, habt ihr schon halb gewonnen, denn es bringt euch sehr, sehr viel Energie. Wendet das an, geht in die Kindergärten und bringt ihnen das Wissen, geht in die Schulen und lehrt es, damit Energiebewusstsein überall ist, weil Energie macht uns stark. Wir sind jetzt an dem Platz im Garten des ältesten Sohnes. Die Familie hat 3 Kinder. Und der älteste Sohn hat hier genau seinen Energiepunkt. Ihr könnt auch etwas tun für eure Kinder in eurem Garten. Ob im großen Stil, wie hier mit einer großen Figur oder mit kleineren Dingen. Aber es gibt Energiepunkte für eure Kinder. So unterstützt ihr sie aus der Ferne energetisch, weil Energie ja universell ist. Und ihr könnt sie ihnen schicken. Das haben wir hier gemacht und der älteste Sohn, der hat total gewonnen, nachdem wir das gemacht haben. Er wusste von nichts, aber es hat sich so viel in seinem Leben getan, zu seinem wirklichen großen Glück. Und das ist doch das, was zählt, das Ergebnis. Hier sehen wir, dass das Grundstück abfällig ist. Und wenn das Grundstück abfällig ist, also der Ski läuft in eine Yin-Position, wird es hier mit Rindenmolch im späteren Teil und mit einem Torbogen aufgefangen. Das ist eine ganz große Spezialität auf diesem Grundstück, dass genau dieser Bogen und der Rindenmolch hier zusammenkommen. Und die linke Seite, da haben wir extra eine ganz große Insel gelassen von Grün. Also ein Qi-Platz ist das, ein Mintang. So kann man auch im Garten mit Wegen agieren, indem man also auch ein Stück weit etwas stehen lässt. Aber alles hat seinen Platz, alles muss an der richtigen Stelle sein. Und hier ist genau mit dem Kompass gefunden, wo die Stelle ist, dieser Insel. Das ist ein Feng Shui Gartenhaus. Ich habe es entworfen für die Casa Solate vor einigen Jahren und zwar richtig nach allen Feng Shui Maßen und mit hoher Energie, sodass dieses Haus wirklich, wenn ihr da drin übernachtet, vielleicht in eurem Sommerhäuschen, euch richtig Kraft und Energie spendet und euch sehr, sehr gut schlafen lasst. Natürlich nicht auf Störzonen gebaut, sondern auf störungsfreien Plätzen. Aber das ist ein Gartenhaus, so wie es energetisch am wertvollsten ist. Das ist der Platz deiner mittleren Tochter. So ist es. Und wir haben jetzt genau diesen Platz mit dem Kompass auch genauso ausgerichtet, sodass die mittlere Tochter hier auf dem Grundstück tatsächlich da ist, verankert ist,
Und das Besondere ist ja, dass man immer was für die Kinder tun kann, auch wenn die schon längst draußen sind, auch wenn die schon längst das Haus verlassen haben, weil es gibt Plätze auf dem Grundstück der Eltern, die den Kindern wohlwollend gesonnen sind. Und das haben wir hier gemacht für die mittlere Tochter. Genau.